Jakob Janscher, Sturms bester Torschütze und Assistgeber, ist nach Wunde an der Achillesferse rechtzeitig fit. Verzichten muss Christian Ilzer heute auf die verletzten Friesenbichler und Jon Gorenz Sankovic. Beim WRC ist der Torschütze vom 1:4 gegen Tottenham vorerst wieder nur Zuschauer. Die Causa Lindl bringt Unruhe in das Team von Ferdinand Feldhofer und das in einer wichtigen Phase. Die Kärntner sind nur 3 Punkte über dem Strich. Eine wichtige Partie, in der es einen zusätzlichen Gegner gibt, das Spielfeld in der Merkur Arena. Eher Acker als Rasen. Dementsprechend schwer tun sich beide Mannschaften, in die Partie zu finden. Der WRC über Pavelic, erstmals seit November in der Startelf, und Jovelic, das ist die einzige Torszene in der Anfangsphase. Erst nach 25 Minuten wird es interessant. Eckball Janscher. Und dann segeln alle am Ball vorbei. Das Spiel bisher intensiv, aber ereignislos. Wenig später Freistoß für die Wolfsberger. Dario Wiesinger und Dominik Baumgartner ist da. 28. Minute. Der WRC geht aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Baumgartner, der Wolfsberger Innenverteidiger, zeigt wieder mal seine Stärke bei hohen Bällen, macht sein 4. Saisontor. Alle Treffer hat er nach einer Standardsituation erzielt. Die Wolfsberger nun im Vorteil. 35. Minute, guter Ball auf Jovelic. Und Siebenhandel kommt raus und zu spät. Schiedsrichter Markus Hameter zeigt die rote Karte. Jovelic im Laufduell schneller als Nemeth. Siebenhandel trifft dann den Wolfsberg-Stürmer. Er verhindert eine klare Torchance. Wie schon im Nachtragsspiel kassiert Sturm früh einen Platzverweis. Für Jörg Siebenhandel ist das der erste Ausschluss im 241. Bundesligaspiel. Ersatztormann Tobias Schützenauer kommt zu seinem ersten Saisoneinsatz. Dante wird ausgewechselt. Sturm also eine Stunde lang einen Mann weniger. Kurz vor der Pause diese Aktion Janscher und Ivan Lulic. Der überraschende Ausgleich in der 43. Minute. Sturm lässt sich trotz Unterzahl nicht aus dem Konzept bringen. Die WRC-Defensive hier zu sorglos. Lulic völlig frei, macht sein 5. Saisontor. 1:1 auch der Pausenstand in Graz. Teamchef Franco Foda sieht dann doch ein spannendes Fußballspiel, das nach dem Seitenwechsel wieder mit einer gefährlichen Standardsituation beginnt. Jakob Janscher. Dann kommt der Ball zu Stefan Hirländer. Kofler mit einer tollen Parade. Sturm weiterhin ambitioniert. Der WRC in Überzahl, klar, mit mehr Ballbesitz und Spielanteilen, aber noch wenig Durchschlagskraft. Matthäus Taferna mit diesem Abschluss. Der numerische Unterschied auf dem Platz kaum zu erkennen. Sturm verteidigt kompakt, diszipliniert und hat selten, aber doch Momente in der Offensive. 69. Minute, Janscher und Stefan Hirländer, Alexander Kofler mit der Riesentat. Und dann steht Janscher im Abseits. Die Grazer halten mit einer läuferisch und kämpferisch tollen Leistung weiterhin dagegen. Die Schlussphase. Der WRC nun überlegen. Dieng, Scherzer und Lindl neu in der Partie. 73. Minute. Da ist Jonathan Scherzer, dann Schützenauer unsicher und Michi Lindl hat die große Chance auf die Führung. Technisch fein gemacht, aber auch da fehlt die letzte Entschlossenheit. Die 90. Minute läuft. Einwurf Novak, Baumgartner, Dieng. Sturm bekommt den Ball nicht weg. Lindl und da ist Dario Wiesinger. Doch noch das 2:1 Last-Minute-Tor für die Kärntner. Nach 10 torlosen Spielen trifft der Kroate zum richtigen Zeitpunkt wieder einmal. Der WRC feiert also doch noch den 4. Auswärtssieg gegen Sturm in Folge und holt wichtige Punkte auf dem Grazer Acker. Hannes Kagel mit den Interviews. Heute hat man schon gemerkt, dass wir am Donnerstag ein sehr schwieriges Spiel gehabt haben. Ich glaube, wir sind
schon alle ziemlich müde gewesen heute, aber ja, schlussendlich zählen nur die 3 Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, und die nehmen wir mit. In der Situation muss ich mich einfach schlau verhalten und dann ist gar keine Diskussion. Da muss ich einfach, wenn ich sehe, ich komme spät, einfach den Weg freimachen, so irgendwie noch im Weg stehen, dass ich abbremsen muss, aber schauen, dass ich den Kontakt komplett vermeide. Die Spieler, ja, sind dann auch nicht dumm und schauen halt, dass dann den Kontakt nicht erwischen. Das hat auch noch zusammengebracht und deswegen, ja, brauche ich mir da keine Gedanken machen, ob es gelb oder rot ist. Das ist einfach passiert und muss ich dann im Nachhinein einfach die Situation anders lösen. Komische Situation, da spielt man zweimal gegeneinander, zweimal eine rote Karte, relativ früh für den Gegner und sie können das gut. Also da bauen sie nochmal zusätzliche Energie auf und auf diesem Terrain ist dann nicht einfach, Gegner zu bespielen. Trotzdem haben wir gute Chancen kreiert und, glaube ich, unterm Strich dann verdient gewonnen. Dann hat uns der WRC bestraft. Da in der Sandkiste ist der Ball irgendwo picken geblieben, dann da drinnen, und die haben leider dieses bittere Gegen da hinnehmen müssen. Von einem Rasen kann man hier teilweise nicht sprechen. Ach, wie gesagt, die Niederlage schmerzt sehr, aber dieser Blick da rein in dieses Beachvolleyballfeld, das schmerzt genauso. Der Untergrund so holprig wie Sturm im neuen Jahr. Mit der 4. Frühjahrsniederlage stolpern die Grazer Richtung Meistergruppe.